Ja, hallo, willkommen zurück zu meinem nächsten Teil meines Let's Plays von Tales of Xillia. Im letzten Teil haben wir Hamir erreicht und sind dabei, dieses zu verlassen, nachdem uns die Soldaten von Fenmon doch irgendwie gefunden haben. Wir wollen jetzt weiter Richtung Nyaqera laufen, zur Heimatdorf von Mila. Also machen wir uns weiterhin auf den Weg jetzt zum Galia-Pfad in den östlichen Bereich. So, wir sind jetzt also im Galia-Pfad, dem östlichen Bereich. Neues Gebiet, das heißt, ihr kennt das schon. Hier haben wir nochmal einen Laden. Ich weiß nicht, wir können mal gucken, ob eventuell die. Ja, wie man sieht, jetzt haben sich die Bonusgegenstände geändert. Das heißt, wir können zum Beispiel den Rüstungsladen, haben wir Fische, können wir den Waffenladen auch gleich nochmal. Haben wir leider gar nichts, aber den Rüstungsladen zum Beispiel. Erze haben wir ziemlich viele. Da können wir Eisensand geben, dann nochmal Kupfererz und Silbererz haben wir auch. Und dann sind wir schon Level 9 beim Rüstungsladen. Und wir kriegen sogar gleich nochmal zwei neue Rüstungs-Items dazu. Und fast alle Rüstungen kriegen nochmal Rabatte. Nee, ich will nicht beim Waffenladen einkaufen, ich will beim Rüstungsladen einkaufen. Wir nochmal sehen, Federmantel. Oh, so viel Geld haben wir nicht mehr für beides. Elvin hat genug aus Defensive, also nehmen wir uns den Federmantel für Mila. Ein federleichter Mantel wird von vielen Geistlichen getragen. Dann müssen wir den mal für Mila aus und dann verkaufen wir wieder das, was wir nicht mehr brauchen. So. Ja, wird Zeit wieder den ganzen. Oder auch nicht. Wir gucken uns erstmal das Charakterskin an. Ein seltsames Mädchen. You know that girl we saw in Hamil? The one with the weird doll thing? What about her? You didn't think that was odd? You can't waste your energy on other people's business. All part of growing up, kid. But she was controlling that doll, and shady people were chasing her. That doesn't bother you? Yeah, plenty of that going around. I mean, just look at ourselves. I think we have enough on our own plates. You really want more irregularities in life? Not that it's necessarily a bad thing, mind you. No one's got a bigger helping of weird than Mila. And she doesn't seem to mind. Well, that's certainly true. So, dann wollen wir jetzt mal uns das neue Gebiet anschauen. Falls ihr euch erinnert, wir hatten im letzten Teil die Schatzkisten von Arthrid gefunden. Die kommen jetzt ab diesen Gebieten, kommen jetzt auch dazu und sind versteckt. Wenn wir die halt finden, da sind halt manchmal extra Items drin, zum Beispiel Fertigkeitsbücher oder halt auch wieder Dekorationsartikel oder ziemlich viel Gold. Oder halt noch bestimmte andere Items, zu denen ich komme, wenn sie dann wirklich erscheinen. So, in dieser Truhe haben wir erstmal schon mal 900 Gold. Jetzt könnten wir zurücklaufen für Alvin die Rüstung kaufen, habe ich aber gar keine Lust. Dann haben wir hier nochmal Spinnennetze. Und hier haben wir auch noch mal was, das sind noch mal 200 Gold. Ich werde mal einen Kampf hiervon drauf lassen, weil das neue Gegner sind. Und vielleicht dazu schauen, wie sich mein Schaden jetzt ein bisschen verändert hat. Wie man sieht, ist das mittlerweile schon gar nicht so wenig. Es geht auch ein bisschen schneller mittlerweile von der Hand, da wir jetzt auch ein AZ mehr haben, also einen Angriff mehr machen können. Dann können wir hier nochmal gucken. Hier so ein Stein ist auch nochmal gerne irgendwas. Da ist was. Kupfererz. So, hier haben wir wieder einen kleinen Beutel. Dann haben wir nochmal Kupfererz. Ja, wie man jetzt vielleicht an der Erfahrungspunkte gesehen hat, wir kriegen hier jetzt ungefähr doppelt so viel EP wie vorhin im ganzen Aladi-Part. Also, hier macht ja schon wieder ein bisschen mehr Sinn, um zu laufen. Ah, da sind jetzt Schildkröten als Gegner. Für diese macht es sich durchaus zahlt, dass wir halt Elven als Partner nehmen, weil die Schildkröten gerne mal in die Verteidigungshaltung wechseln.
deswegen wechseln wir mal auf Elvin als Partner. Wie man schon sieht, ist auf Elvin schon leicht gebrochen. Ein gebrochenes Ding kann man immer auch verdammt schnell greifen. So. Ah, jetzt haben wir schon mal Mila und June wieder ein Level up erhalten. Das ist immer gut. Davon kann man eigentlich nie genug haben. So, wir haben wieder ein Säckchen, nochmal mit Wildvogeleier. Vorhin hatten wir auch Wildvogeleier gekriegt. Man, are we good? Alright. Und jetzt doch Elvin ein Level up und wir haben einen Charakter, das gibt Elvins Arsenal. Hey Alvin, about your weapon. We've got an eye for good steel. This is one heck of a blade. Actually, I meant the other one. Oh, you mean this? Yeah, I've never seen anything like it. It looks like it channels fire spirits and projects their arts at foes. Yeah, something like that. That's incredible. Where'd you get it? Oh, I see how it is. You're the envious type. Stare all you want, kid. I ain't giving it up. You don't have to treat me like a child. Oh, come on. I'm just yanking your chain. So, da wir jetzt schon relativ viele Charakterskizze geschaut haben, haben wir gerade einen kleinen Erfolg dafür gekriegt. Und wir haben leider ein weiteres. Rashugal und Aojul. I wonder how we can reach out to the Azul military. Why are you so interested in them? Because they say the Azul military hires based on ability, regardless of status. That's certainly not how it works in Rashugal. Is that right? Yeah. All of Rashugal's officials are descended from nobility. Traditions are lovely and all, but that doesn't leave a lot of juicy gigs for mercenaries like myself. But I wouldn't want to live in Azul. The clans are always fighting amongst themselves. There's no way I'd be able to concentrate on my studies. Hmm. Different humans have such different priorities. And here you sit, above it all. Correct. I don't intervene in the affairs of human society. So, wir gehen weiter. Wir haben hier in der Ecke schon mal einen kleinen Schatz wieder, einmal Spinnennetze. Und wir haben hier ziemlich viele Bäume. Da, wie ihr seht, ist zum Beispiel ein Schatz von Arfried. Und wir bekommen einen Verband. Was ist dir denn passiert? Du hast dich bestimmt beim Rasieren geschnitten, aber behaupte einfach, es wäre eine Kneipenschlägerei gewesen. Das ist wieder sozusagen ein Deko-Item, damit wir halt irgendwie zum Pflaster verpassen kann. So, eine weitere Truhe und wir erhalten Trank des Lebens. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir die jetzt auch komplett voll. Sprich, wir können keine weiteren Tränke des Lebens mehr aufsammeln momentan. Ja, vielleicht noch gerade, wir haben ja gerade einen Schatz aufgesammelt, wie man jetzt auf der Minikarte sieht, ist dafür jetzt dieses violette Symbol erschienen, wo dieser Schatz war. So, weiter Richtung den nächsten Bezirk oder Bereich. Hier ist nochmal ein versteckter Schatz. Wildgrassamen. Da drüben war gerade auch irgendwo was. Da sind Ruhe. Und zwei Orangengummis, die wir nicht mehr tragen können. Eventuell können wir es diesmal ein bisschen intelligenter machen. Und wir sagen, wir wollen geben wieder zwei. Und dann können wir wieder zwei einsammeln.
Nochmal Spinnennetze. Und hier haben wir schon. Dann geht's weiter. So, hier in der Ecke ist diesmal nichts bei diesem Stein. Da haben wir mal ein Säckchen. 200 Gold und nochmal Wildvogelei. Jetzt kommen wir zum Galia-Pfad im westlichen Bereich. Der sieht auch nochmal ungefähr, ja, fast genauso aus. Auch hier haben wir versteckte Schätze, die wir bergen können. Da ist zum Beispiel schon mal einer. Nochmal Wildvogeleier. Jetzt gehen wir zuerst geradeaus. Seltsames Moment. So, haben wir hier mit diesen Bäumen irgendwas? Auch nicht. Ja, bald haben dann auch wieder die Leute Level Up. Dann kann ich vielleicht mal wieder die Punkte verteilen. Ich hätte es in der Weile nicht mehr getan. Aber nochmal seltsame Fragmente. Damit hat jetzt wieder Level Up. Und kurz nach Mina hat mein Jund automatisch auch Level Up. Erwin hat ja, glaube ich, sowieso ein paar Level mehr. Ne, mittlerweile ist er mit Mina gleich hoch. Da vorne haben wir jedenfalls eine Truhe. Puddingkuchen stellt am Ende eines Kampfes 25% TP wieder her. Dauer 5 Kämpfe. Ja, den können wir ruhig einmal essen. Ist in deinem Magen verschwunden. Wenn wir jetzt unten rechts gucken, neben der Spielzeit, die wir bis jetzt haben, steht mit Messer und Gabel 5. Das heißt, fünf Kämpfe lang haben wir jetzt diesen Bonus. Nach jedem Kampf verschwindet sozusagen eine Aufladung. Und nun hat auch Jude Level Up. Und wir können ja mal schauen. Nein, wir schauen noch nicht, wir warten noch bis Elven Level Up hat, sonst der gleich wieder Punkte zu verteilen. Da vorne haben wir ein Item. Oder ein Säckchen. Das war unser Kampf. So, damit hat Elvin noch nicht Level Up, da fehlen noch 3 EP oder 6. 6 fehlen noch. Also mit dem nächsten Kampf hat er dann Level Up, jetzt haben wir jetzt von der Kalt erhalten. So, dann gehen wir jetzt hier weiter gucken. Wir haben da eine Tour. So, damit hat Alvin jetzt auch Level Up. Und ich denke, jetzt hole ich mir kurz die Truhe und dann können wir wieder Punkte verteilen. Betäubungsarmrei. 50%ige Chance, Betäubung zu vermeiden. Schützt nicht vor Betäubung unter Angst. Ja, brauche ich jetzt aber auch keinen ausrüsten. So, Liliumkugel. Wir haben wieder 6 Punkte zum Verteilen. Das heißt, in dem Falle, da wir jetzt eine neue Reihe gekriegt haben, wählen wir jetzt mal wieder schön die Stärke, die Verteilung und die KP. Damit haben wir Immunität erhalten. 50% Vorbeugung gegen alle physische Krankheiten. Und dann müssen wir so langsam hier nach oben arbeiten für diesen Skill. Das bedeutet, wir müssen einmal
das hier schließen, dann kriegen wir sogar noch eine neue Fähigkeit dazu. Einmal den Schwalbentanz. Jetzt wollen wir noch bei Mila weitermachen. Mila machen wir das Gleiche. Erstmal die Verteidigung und den Angriff erhöhen. Und dann müssen wir auch ebenfalls hier oben weitergehen. Und Mila hält jetzt ebenfalls die Blitzabwehr und einen neuen Skill, den Schimmerwirbel. Und bei Elven sieht es ein bisschen anders aus, weil wir noch nicht die letzte Aufladung haben. Machen wir hier noch den Kreis zu, damit auch er den nächsten Heliumkugel sich ausrüstet bei ihm. So, jetzt können wir wieder den Angriff fühlen bei Elven. Ebenfalls die Verteidigung, da geben wir ein bisschen mehr HP oder KP in dem Falle. Und dann machen wir auch hier den Weg nach oben zu. Und dann bekommt er KP-Gewinn und Schutzfeld. Damit haben wir jetzt mal die Lilienkugeln verteilt. Dann gehen wir erstmal wieder auf Fertigkeiten. Gucken, ob wir irgendwas nutzen können. Haltbar ausweichen von einem feindlichen Angriff durch Rückwärtsschritt sofort bis zu plus 3 AZ. Das könnte gar nicht so schlecht sein, wenn wir das richtig timen. Bei Mila nutze ich die Immunität und Elven kann leider. Mal gucken, ob wir was anderes wegnehmen. Das braucht er nicht. Das braucht er auch nicht. Geben wir lieber das hier, dass er ein AZ mehr hat. So! Ja, da wir jetzt gerade wieder ein paar neue Fähigkeiten gelernt haben, haben wir automatisch als Belohnung gleich wieder Erfolge gekriegt und halt immer meistens noch einen blöden Kommentar von irgendeinem linken Charakter. Und wir haben wieder Spinnennetze. Und hier haben wir nochmal Wildgrassamen. Und unten haben wir auch noch ein Säckchen. Kupfererz. Und hier haben wir wieder eine Kiste und da drin das Orangengummi. So, lassen wir das so stehen und begeben uns jetzt zu den Kijara-Fällen. Once we cross the Kijara Sea Falls, we'll reach Niakara. The village of the spirits. At least the soldiers didn't come after us. I hope we didn't make trouble for those villagers. They were so kind to us, too. What else could we do but run? Rashagal's troops showed up. The villagers picked the fight, not us. How can you talk like that? Maybe they were trying to protect us. If you're worried about them, then maybe you should go back. It was a pleasure knowing you, Jude. Thank you for all of your help. How can you be so cold? You'd rather I get emotional? I'm afraid I don't have that luxury. What is it you humans say? I've no time for waxing sentimental. Because of your mission? Precisely. So you think your emotions would prevent you from doing what you have to do? Can a person still fulfill their duty if they become emotional? Only one way to find out. You'd have to try and see. Well then, you should take your own advice. Huh? Just be yourself and do what you have to do. Maybe then you'll have your answer. I suppose. And don't go thinking you have to act like the Great Lord Maxwell here. You're only human. Hey, are you on a mission too? Maybe I am, maybe I'm not. Are you sure you really want to know? Huh?
I don't want to make you feel like the odd one out now. So, what are you gonna do, kid? Go back to the village? No. All right, let's go. So, damit sind wir nun bei den Kijara-Fällen angekommen. Hinter den Kijara-Fällen wartet dann auch bereits Nia Kara auf uns. Wir sollten jetzt mal kurz den Händler wieder anschauen und gucken, ob wir eventuell wieder ein bisschen unsere Items loswerden können. Wir können zum Beispiel... Oh ja, Waffenladen erreicht Level 14. Und eine neue Waffe für jeden. Und ich sollte mal überlegen, ob ich eventuell die seltsamen Fragmente einsetze. Weil diese niemals als Bonus auftauchen werden, aber dafür allgemein mehr Punkte geben. Setzen wir einfach mal ein. Dadurch können die Items ja besser werden. Oder billiger werden, wie man gerade sieht. So, Waffenladen. Wir sind trotzdem ganz schön teuer. Können wir nochmal, ich glaube, ich habe doch hier dieses Zubehör bekommen. Ich bin leider nicht so viel wie erwartet. Der Rüstungsladen will Pflanzen haben. Hier haben wir Hölzer und Wildgrassamen. Und das sind auch nochmal zwei Level. Und der bekommt ebenfalls neue Objekte. So, ich möchte aber gern die Waffe für Jude möchte ich trotzdem kaufen. Gerade Jude, da wir ihn ja spielen, wäre das nicht ganz so schlecht. Verkaufen den Faustschutz. Jetzt haben wir leider immer noch nicht genug Geld für eine andere Waffe. Aber was soll's. Hier kommen ja durchaus auch wieder neue Gegner. Und halt, die werden auch wieder ein bisschen mehr Geld droppen. Hier haben wir zum Beispiel schon mal ein Item. Verrottende Knochen. Ein verrotteter und abgenutzter Knochen. Jetzt kommen wir schon langsam zu neuen Gegenständen, die wir jetzt finden und schätzen, die auch mehr Punkte geben. Hier haben wir eine Truhe versteckt. Pasta Bolognese. LP-Angriff und A-Angriff während des Kämpfes um 10%. Ah, mein Essen hält noch einen Kampf. Danach kann ich dann die Pasta einfach mal essen. So, hier haben wir jetzt neue Gegner. Küstenmandragora und Polwiggel. Polwiggel sind schwach gegen Feuer, der Mandragora hat keine Schwächen oder Resistenzen. Also hauen wir die einfach mal weg. Gold, das ist nicht ganz so viel, aber Wildvogel. Jetzt wollte ich genau das nächste essen. Im Kampf muss ich gleich nochmal was schauen. Ich hoffe, ich denke daran. Da wir neue Fähigkeiten gekriegt haben, könnte es ja sein, dass wir zum Beispiel neue verbundene Arts einsetzen können. Wir haben schwarze Federn. Und jetzt können wir hier hochklettern. Da haben wir noch eine Tour. 700 Gold. Und was war hier gerade noch? Da an der Ecke. Kupfererz. Und wieder ein Beutel. Wildvogeleier. Und jetzt haben wir wieder einen Gegner. So, jetzt muss ich kurz mal gucken wegen dem Arzt. Nein, immer noch kein weiterer Skill verfügbar mit Elven zusammen. Jetzt mal bei Linda schau.
Healer zum Beispiel habe ich jetzt auch den Heiler dazu. Das heißt, man hat 4 Fähigkeiten, die man nutzen könnte in der Verbindung. Das macht aber nachher im Spiel der erste Sinn, dass wir das wirklich dann so einsetzen. Jetzt erklären sie uns nochmal Geisterkrankheiten und Elementarattribute, Schwächen und Resistenzen. Und ja, hier oben haben wir noch einen neuen Gegner. Die sogenannten Quaker. Sieht eigentlich aus wie eine Weiterentwicklung von Polwiggel. So, hier oben müssen wir normalerweise. Da ist auch noch eine Truhe, genau. Und wir halten Jasmin. Erhöht die Geschicklichkeit um 1. Jude, der Pflanzenfresser. So, jetzt können wir hier runterhüpfen. Und dann können wir hier runterhüpfen. Und dann sind wir schon mal auf der anderen Seite dieser kleinen Schlucht. Und da ist wieder was versteckt. Einmal haben schwarze Federn. Und wir haben hier Abraham schwarze Federn. Die PDs, die gibt es irgendwie wieder ein bisschen runtergegangen, weil wir nicht so einen starken Gegner haben anscheinend hier. Gehen wir ins nächste Gebiet. So, bevor wir jetzt nach oben gehen wollen, gehen wir einmal hier durch dieses Loch in der Wand, beim Felsen. Und wir finden ebenfalls eine Truhe und wir haben Mischgummi. Mischgummi stellt 30 KP und TP wieder her, also sozusagen ein zusammengematschtes Apfel- und Orangenmehl. Eine Krabbe. So, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wenn wir uns hier jetzt einmal umdrehen, sehen wir da einen weiteren von Arfrids Schätzern. Und es ist ein kleines Drachenbaby, eine Drachenbabypuppe. Sieht allerdings nicht wirklich aus wie ein Drachen. Das könnte eine kleine Anlehnung an Tales of Vesperia sein. Da ist man dann mit einem so einem großen Drachen durch die Gegend geflogen. Der sieht dem ziemlich ähnlich, finde ich. So, hier haben wir eine fossilierte Muschel. Hier haben wir nochmal eine Krabbe. Und auch mehr Fisch. Neue Gegner. So, und in der Truhe finden wir einen Bronzehelm für Jude und Alvin. Ist sogar besser. Sieht mir die noch aus. Und Elvin hat bereits den Eisenhelm. So, dann wollen wir jetzt wieder ein Stück zurückgehen und jetzt nach oben klettern. Und dann uns hier ein bisschen umschauen. Da haben wir wieder verrottende Knochen. Something. They're like spears of stone jutting out of the sea. They say you get unusual terrain like this at points where two spirit climbs collide. So, weiter Tour mit einer Heilarmspange. Stellt für jeden besiegten Gegner 5 KP wieder her. 5% KP wieder her. Mit dieser Armspange wird das Besiegen von Gegnern noch befriedigender. Ja, so viele Gegner hat man aber leider nicht im Kampf, dass es wirklich sich lohnt. Vor allen Dingen ist es immer sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man genau dann den letzten Angriff hat. So, zweimal mysteriöse Flüssigkeit. Es ist wohl ziemlich gefährlich, sie zu berühren. Woraus sie besteht, bleibt ein Geheimnis. Das ist das gleiche, das ist genauso ein Gegenstand wie die seltsamen Fragmente.
bringt halt auch sehr viele Punkte, hat aber niemals einen Bonus. So, dann haben wir noch mal fossilierte Muscheln. Und jetzt wollen wir einmal hier runter. Und dann wollen wir jetzt hier lang runter. Und mit einem Blick auf die Uhr räumen wir hier gerade noch schnell das Gegend aus und dann speichern wir dort vorne am Punkt und machen Schluss. Und dann haben wir noch eine schwarze Feder und vorne erstmal gekämpft und ich noch. So, und den Beutel wollen wir noch anschauen. Nochmal Wildvogeleier. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für diese Folge. Und in der nächsten Folge geht es gleich am Anfang ziemlich zur Sache. Also schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao.